Hallo liebe Tennisfans, dieses Mal bei mir Philipp Petschner, ein altbekanntes Gesicht hier in Lengenthal. Philipp, wie geht's dir? Du hast ja lange mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, hast dich jetzt aber im Doppel zumindest schon ganz gut zurückgemeldet. Ja, es geht jetzt relativ gut wieder, habe immer ab und zu Probleme. Ich glaube nach 1,5 Jahren ist es dann auch normal, dass der Körper hier und da zwickt, aber ich bin guter Dinge, dass es jetzt immer oder Woche für Woche besser geht und hoffe, dass ich wirklich auch eine gute Woche spielen kann. Alles klar, ich habe dir ja unser kleines Spielchen eben schon erklärt. Ich werde dir mal zwei oder mehrere Begriffe nennen und du sagst einfach den Begriff, der am besten auf dich zutrifft. Fangen wir an mit Hartplatz oder Sandplatz? Hartplatz. Netz oder Grundlinie? Netz. Australian Open, French Open, Wimbledon oder US Open? Du bist, hast einen Breakpoint gegen dich, spielst du aggressiv oder eher geduldig? Aggressiv. Emotional auf dem Platz oder eher ruhig und besonnen? Erstes wäre lieber zweites. Okay. Bist du lieber der Favorit oder lieber ein bisschen Underdog? Beides hat seine schönen Seiten. Wie würdest du dich denn hier im Turnier bezeichnen? Von der Spielstärke her Favorit, vom Leistungsstand Underdog. Okay. Federer oder Nadal? Federer. Frühaufsteher oder eher Morgenmuffel? Frühaufsteher. Lieber ein guter Film oder ein gutes Buch? Pizza oder Pasta? Hat auch beides seine Vorzüge. Im Turnier oder wann? Im wahrscheinlich Turnier oder Pasta. So, auch untertags lieber Pasta, ab und zu eine gute Pizza am Abend. Ist auch was. Okay, und eine Fülle Petscher Spezialfrage, Einzel oder Doppel? Einzel. Alles klar. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und gerne. Viel Erfolg für dein Einzel. Wir sehen dich Montagabend schon. Dann dafür viel Glück. Wenn alle ihr kommen. Philipp Petschner sehen wollt, kommt vorbei, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt vom Bauer Water Technology Cup 2014, dann abonniert einfach unseren YouTube-Channel oder klickt hier auf das Video mit Tim Pütz.